Das fühlt sich sehr gut an, weil man nicht viel Zeit verbraucht, um Dinge zu erforschen oder nachzusehen. Man kann sehr schnell mit Internet, mit schnellem Internet arbeiten. Man kann viele Dinge sich ansehen. Und es gehört einfach heute dazu, die Zeit ist ja auch sehr viel schnelllebiger geworden. Die Kabelbranche leistet einen großen Beitrag bei der Erreichung der Ziele der Bundesregierung. Weit über 50% der Haushalte erhalten heute bereits 50 Megabit und mehr. Das ist also deutlich mehr wie über alle anderen Infrastrukturen. Und da wir unsere Kabelnetze ständig erweitern und ausbauen, sind wir stets bemüht, alles das, was gefordert wird, hier auch zukünftig zu erreichen. Die Kabelnetze sind sehr leistungsfähig. Man sieht es ja daran, dass wir heute bereits 100 Megabit, 128 Megabit als Standard übertragen können. Es sind bis zu 400 Megabit möglich. Damit ist es also bei den Kabelnetzen möglich, hohe Bandbreiten, hohe Geschwindigkeiten den Haushalten anzubieten. Insofern halten wir es für die leistungsfähigste Infrastruktur. Das Internet kommt bei mir, wie bei allen anderen Menschen, normalerweise aus einer Steckdose, aus einer Wand. Da. Die Kabelnetzbetreiber spielen eine große Rolle im Wettbewerb. Das sieht man daran, dass wir sehr hohe Bandbreiten und Geschwindigkeiten zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Und man sieht das in den überdurchschnittlichen Zuwachsraten Internet über Kabelfernsehnetze. Man muss also zukünftig auch im Wettbewerb nach wie vor mit uns rechnen. Wir werden dieser Rolle gerecht werden. MTCC sehe ich ganz vorne in diesem Wettbewerb, denn man sieht ja hier, dass ein regionaler Anbieter Geld in die Hand nimmt, investiert, letztendlich um diese Entwicklung voranzutreiben. Und man kann ja auch heute schon von guten Ergebnissen ausgehen. Und ich glaube, dass MTCC da auf dem richtigen Weg ist.